Willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihrer Lieblingssendung Auf den Punkt bei TV Berlin. Heute mit ganz besonderen Gästen, dem Künstler-Ehepaar Susanne und Klaus Rottenbacher aus Berlin. Ein herzliches Willkommen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Susanne Rottenbacher hat unter anderem die Beleuchtung im Berliner Kanzleramt kreiert. Klaus Rottenbacher, viele bekannte Fotoserien produziert, dazu später mehr. Wir wollen anfangen mit dem Lockdown, in dem wir uns jetzt befinden. Und gerade auch für die Künstler hat das ja viel, viel sozusagen Imponderabilien mitgebracht. Wir kennen uns seit langem, deswegen bleiben wir beim Perdu. Liebe Susanne, was hat das bedeutet, dieser Lockdown für dich als Künstlerin? Also begonnen hat er wirklich ein bisschen erstaunlich, weil Klaus und ich uns zum Jahreswechsel 2019-2020 zusammengesetzt hatten und uns entschieden hatten, dass wir im März 2020 einen Monat Rückzug machen, um künstlerisch arbeiten zu können, uns eine Studiophase einlegen, um konzentriert kreativ weiterarbeiten zu können. Über den Lockdown wurde der eine Monat dann zu 14 Monaten. Das war dann ein bisschen zäh. Denn wir brauchen für unsere Kunst, für die bildende Kunst, brauchen wir die analoge Begegnung, die Öffentlichkeit. Und insofern war das eine schwere Zeit. Wie war es bei dir, Klaus? Ja, das ist tatsächlich so. Man konnte natürlich schon produzieren. Das haben wir auch getan. Wir haben uns wirklich konzentriert hingesetzt und weiter künstlerisch gearbeitet. Aber wenn dir die Resonanz fehlt und die Ausstellungsmöglichkeiten, der Austausch mit anderen, auch Künstlern oder Künstlerinnen, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit, mit Galeristen, überhaupt mit der Öffentlichkeit, wenn dir der Austausch fehlt, dann führt es dazu, dass eigentlich, dass du fast stagnierst, weil du dich nicht selber nicht weiterentwickeln kannst. Wie war es denn über den Tellerrand, den eigenen Tellerrand jetzt betrachtet, überhaupt für die Künstlerszene? Was hast du mitbekommen von Kolleginnen und Kollegen? Wie hat der Lockdown in der Künstlerszene sozusagen, was hat er da bewirkt? Es ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Ich würde sagen, es ist vergleichbar mit der Gastronomie. Und tatsächlich auch mit der darstellenden Kunst, also die Menschen, die im Theater oder in der Oper auf der Bühne stehen. Es gibt eine massive Flurbereinigung, auch was die Offspaces in Berlin angeht. Und wir selber sind getragen durch eine wunderbare Sammlerschaft, das müssen wir auch sagen, dass es uns im Grunde genommen im Vergleich zu anderen gut geht. Aber es gibt massive Veränderungen. Ja, und diese Veränderungen, die gehen eben auch noch auf eine ganz andere Ebene, nämlich auf die gesellschaftliche Ebene. Denn wenn Kunst fehlt, im gesellschaftlichen Diskurs, in dem keine Ausstellungen mehr stattfinden, wo man sich treffen kann, dann führt es nicht nur bei den Künstlern und Künstlerinnen selber zu Problemen, sondern einfach die Gesellschaft kann sich einfach nicht weiterentwickeln. Die Gesellschaft stagniert. Ja, und das ist schon ein echtes Problem. Ja. Trotzdem habt ihr so gut wie möglich was getan und seid weiter kreativ gewesen. Ihr habt was mitgebracht in die Sendung. Ja, wir haben, das war im letzten Herbst, da haben wir unsere erste gemeinsame Arbeit gemacht. Wir haben uns überlegt, wie können wir diese ganze Widersprüchlichkeit, die in dieser Corona-Diskussion im Kleinen wie im Großen überall stattgefunden hat und ja immer noch stattfindet, wie können wir diese Widersprüchlichkeit in ein Bild fassen? Und wir sind rausgekommen mit diesem Bild, nämlich einer Zahnpastatube, die natürlich leer ist, die verschlossen in einer Acryltruhe ruht und die heißt Coronal und ist die Fiktion einer Zahnpasta inklusive Corona-Schnelltest. Das ist zu einer Zeit entstanden, als im letzten Herbst noch keine Impfungen vorhanden waren, aber die nächste Welle drohte, aber wieder diese Schnelltests gefehlt haben. Und wir uns dachten, wie schön wäre das doch, wenn sich jeder Mensch irgendwie in seine tägliche Routine morgens und abends einfach so einen Schnelltest einbaut beim Zähneputzen, dann wird die Zahnpasta rot und dann bleibt man besser zu Hause. Aber im ernsthaften Sinne ist es tatsächlich so ein Conversation Piece, wie es heißt, ein Ding, worüber man reden kann, was wir geschaffen haben, um diese Widersprüchlichkeit aufzuzeigen. Was redest du darüber quasi? Über Coronal? Ja. Ich finde das auch wunderbar. Also es ist eben tatsächlich dieser Versuch, diese Superlösung für unser Problem im Schneewittchensarg unerreichbar zu halten. Also du müsstest wirklich Kraft anwenden, um da ranzukommen. Mhm. Und die Widersprüchlichkeit hat uns begleitet von Anfang an. Masken ja, Masken nein, also es zieht sich ja durch. Die Gesellschaft ist irgendwie echt auseinandergekommen. Und dafür haben wir versucht, ein Bild zu finden. Das ist so ja immer der Ansatz der Künstler, Bilder zu finden. Entschuldigung, und das Ganze ist ein Multiple, also ein Auflagenobjekt. Das heißt, es ist jetzt kein Unikat, sondern das gibt es einfach mehrfach, was
ganz verbreitet ist im künstlerischen Tun, dass du kleine Arbeiten auflegst, die einfach deine Nachricht irgendwie besser in die Welt tragen können. Was ich vielleicht noch beifügen kann, ist, dass es die erste Arbeit ist, die wir gemeinsam entwickelt haben, unter dem Alter Ego Rottenbacher und Rottenbacher, in der Nomenklatur von Johnson & Johnson, die ja auch einen Impfstoff entwickelt haben, und das ist da aufgedruckt. Ein anderes Stichwort ist, in der Lockdown-Zeit warst du besonders kreativ auch. Ja. Mit, ich sag mal, Stichwort Bildhauerei, Licht und Kunst. Was ist da passiert? Es ist zum einen eine neue Werkgruppe entstanden von freistehenden Arbeiten. Diese Werkgruppe heißt Lux Serpentinata und das sind stehende Skulpturen aus Licht, inspiriert von der Figura Serpentinata. Das ist so eine Figurenform aus dem Frühbarock. Und zwei von diesen Figuren sind dann auch letztes Jahr für lange Zeit in dem Skulpturenpark von Kunsthaus Dahlem hier gelandet. Dazu haben wir ein paar Bilder vorbereitet. Ja. Vielleicht kannst du die mal kurz kommentieren, was wir jetzt sehen, wenn das jetzt so durchs Bild läuft. Was ist da genau zu bewundern? Zu sehen. Also es geht eben, diese ursprüngliche Skulpturengruppe Figura Serpentinata zeigt Figuren, die sich so schlangenförmig ineinander verbinden, eigentlich menschliche Körper. Nun sind es bei mir keine Menschen, sondern Licht, deswegen heißt es Lux Serpentinata. Und diese Zeichnung, diese schlangenförmigen Zeichnungen, die findet sich in meinen Figuren auch wieder. Das ist eine Art von Energieexplosion oder auch räumlicher Explosion, die ich da versuche festzuhalten. Mit welchen Materialien arbeitest du da? Licht, Acrylglas und ansonsten Edelstahl für den Außenraum, um die ganzen Sachen zum Halten zu bekommen. Wunderbar. Auf der anderen Seite, Klaus, warst du auch aktiv und hast Plätze aufgenommen in Berlin unter besonderen Gesichtspunkten. Vielleicht kannst du das mal besprechen. Ja, das war ziemlich zu Anfang von dem Lockdown, so im April letzten Jahres, wo das Wetter in Berlin auch so toll war und wo ich losgezogen bin mit meiner Kamera und sehr markante, allseits bekannte Plätze in Berlin fotografiert habe, aber eben menschenleer. Was eine ganz große irgendwie Besonderheit darstellt, weil es kein Mensch so kennt, den auch da, Checkpoint Charlie zu sehen. Darf ich kurz mal unterbrechen, haben wir ein paar Bilder vorbereitet von leeren Plätzen im Lockdown. Vielleicht kannst du es auch mal ein bisschen kommentieren, was uns da jetzt alles sehr gerne kredenzt wird. Also es ist der Platz vor dem Reichstag, es ist der Breitscheidplatz, es ist Ost wie West, es ist der Alexanderplatz, es ist der Potsdamer Platz, wo, glaube ich, am Tag 250.000 Menschen umsteigen. Du siehst niemanden auf dem Bild. Das war um die Mittagszeit fotografiert. Und was ich daran zum einen spannend finde, ist, dass man die Stadtarchitektur ganz anders sieht. Und die ist dann nämlich wirklich auf sich selbst zurückgeworfen. Der Platz muss einfach funktionieren, ob da jetzt Menschen da sind oder nicht. Und in dem Fall waren halt keine Menschen da. Und man kann diese Frage eigentlich ziemlich schön stellen, wie diese Stadt an der Stelle so funktioniert. Und darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Deutungen, nämlich die eine reale, dass die Menschen weg sind, weil die Regierung gesagt hat, irgendwie, wir machen jetzt mal einen Lockdown und versuchen, den Virus zurückzudrängen. Man könnte aber auch sagen, das ist so eine Endzeitstimmung, wenn die Pandemie nämlich nicht angefangen hat, sondern wenn sie sozusagen erfolgreich zu Ende gegangen ist. Wir wollen die Fernsehsendung Auf den Punkt heute auch nutzen, um Rottenbacher und Rottenbacher näher vorzustellen. Nicht alle in Berlin kennen schon Susanne und Klaus Rottenbacher. Deswegen eine Frage, Susanne, Licht und Kunst, wie hat das alles angefangen? Also im Grunde mit dem Raum. Als ich Teenie war, wurde ich gefragt, was möchtest du machen? Und ich habe irgendwas mit dem Raum. Da haben mich natürlich alle quasi für verrückt erklärt, was will man denn mit dem Raum anfangen? Räume sind für mich wie Charaktere, wie Persönlichkeiten, wie Menschen. Und ich betrete Räume und spüre Energien. Und es war mir klar, ich will mit Raum arbeiten. Und habe dann Bühnenbild studiert in New York an der Columbia Universität. Und an dem Studium wurde mir klar, dass ich es gar nicht so spannend finde, den Raum mit gebauter Materie zu strukturieren, sondern das Licht das viel spannendere und modernere Medium ist, weil es immateriell ist und weil es im Raum schwirrt. Und dann habe ich erst mal 5 Jahre lang an der Deutschen Oper hier in Berlin gearbeitet und dann 5 Jahre lang für das Bundeskanzleramt die Architekturbeleuchtung gemacht. Und dann war mir klar, dass ich jetzt an dem Punkt angekommen bin, dass ich jetzt gerne frei arbeiten möchte als Künstlerin und mit den Medien, mit denen ich vorher auch schon gearbeitet habe, aber eben meine eigenen Bilder zu schaffen. Dazu zeigen wir gleich noch einige Beispiele. Erstmal Klaus, wir kennen uns seit langem. Du warst Unternehmer und bist dann in die Kunstszene abgewandert sozusagen. Wie war es bei dir?
Also ich habe eigentlich einen klassischen Wirtschaftshintergrund, Wirtschaftsingenieur studiert, war promoviert, bei einer Unternehmensberatung habe ich gearbeitet und habe mich dann 1998 selbstständig gemacht und den ersten Energiebroker Deutschlands gegründet. Das war auch eine richtige Erfolgsstory. Am Anfang war es natürlich sehr, sehr schwer, gegen die Monopolisten zu kämpfen, die Energieversorger an Strom und Gas, die natürlich versucht haben, ihre Pfründe zu sichern. Wir haben zum Beispiel das Berliner Abgeordnetenhaus, haben wir schon ein Jahr später den Stromlieferanten mal gewechselt. Wir haben dann auch eine einstweilige Verfügung gegen die Ministererlaubnis von E.ON und Ruhrgas, die Fusion da erwirkt, was Rechtsgeschichte tatsächlich war. Ich habe dann aber 5 Jahre später habe ich die Firma verlassen und habe mich der Kunst zugewendet und habe angefangen, als Fotograf zu arbeiten. Was bringt dir das? Das bringt mir große Freiheit, großes Vergnügen, bringt mir irgendwie das Gefühl, dass ich tatsächlich da angekommen bin, wo ich hingehöre. Nun habt ihr von einer gemeinsamen Arbeit schon berichtet, Coronal, aber es gibt auch eine gemeinsame Ausstellung, Stichwort Mallorca. Ja. Was war da passiert und wie ist das dazu gekommen? Wir waren eingeladen im Jahr 2016 auf Mallorca in dem Ort Andratx, in einem Privatmuseum von einem dänischen Ehepaar, Asbeck heißen die. Die haben dort vor 20 Jahren ein Museum gebaut und haben im hinteren Bereich des Museums 4 Studios angegliedert, in die monatlich Künstler und Künstlerinnen zur Residency, also zum Stipendium, eingeladen werden. Und wir hatten das große Glück, dass wir da eingeladen waren und dort neue Arbeiten entwickelt haben. Und als wir fertig waren mit dem Stipendium, kam die Kuratorin des Museums und sagte, das findet sie alles ganz interessant, ob wir das nicht auch in den Museumsräumen ausstellen möchten, die neuen Arbeiten. Und so kam es dann zu unserer großen gemeinsamen Ausstellung in der Kunsthalle. Auch dazu haben wir einige Bilder vorbereitet, die können wir uns jetzt anschauen. Und Klaus kommentiert mal aus seiner Sicht, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise was ihn dazu inspiriert hat. Also was zu sehen ist, ist tatsächlich, sind Bilder dieser Ausstellung, die heißt Border Matters, also Grenzangelegenheiten. Und wir haben uns diesem Thema Grenzen haben wir uns auf ganz unterschiedliche Weise genähert. Ich habe eine Fotoserie damals fertiggestellt, die sich mit dem Thema europäische Grenzen beschäftigt und mit der Frage, wie eigentlich Grenzen auf Orte wirken. Habe das in Gibraltar gemacht, weil Gibraltar so ein ganz besonderer Hotspot ist für dieses Thema, ist England, aber mit Landgrenze zu Spanien, sieht ganz anders aus als Spanien direkt da dran. Ist seit 300 Jahren britisch, ist ein wirklich merkwürdiger Ort, wo man diesen Einfluss von Grenzen super festmachen kann. Und dieses Thema Grenzangelegenheit bei Susanne ist eben so die Flüchtigkeit zwischen Licht, Acrylkörpern und dem Umraum. Da Grenzen aufzubrechen. Das ist quasi wie eine explosive Zeichnung, die sich in den Raum hinein explodiert. Also dass die Grenzen des Körpers aufgelöst werden mit dieser großen Installation, die ich da gezeigt habe. Und es war eine schöne Ausstellung, die ging über mehrere Monate, ich glaube 500 Quadratmeter da in der Kunsthalle. Museal, gut besucht. Also, und unsere erste gemeinsame große Ausstellung. Und wie war das damals? Was war das für ein Gefühl? Ein großes Geschenk. Ja. Und vor allem auch mit dieser inhaltlichen Klammer, denn es ist ja nicht interessant zu sagen, man zeigt jetzt Rottenbach, also bis auf so eine Koronalarbeit, aber im Grunde genommen muss es ja inhaltlich passen. Und es hat sich toll gefühlt mit diesen Grenzangelegenheiten. Das aus unterschiedlichen Sichtwinkeln und Blickwinkeln, sich dem Thema zu nähern und dann zu ganz unterschiedlichen Arbeiten zu kommen, die aber doch das gleiche Thema, mit sich mit dem gleichen Thema befassen. Ja, und du spürst auch an diesem Ort, dass da einfach die Kunst geliebt wird. Diese Menschen, ja. die sind natürlich vermögend, aber die widmen eben ihr Leben der Kunst und der Weiterentwicklung von Künstlerinnen und Künstlern und stellen diese Ausstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, auch diese Residencies, diese Stipendien. Und man merkt, denen geht es nicht ums Geld, denen geht es wirklich um den Inhalt. Und das macht einen total glücklich. Auch wieder interessantes Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, eben den Künstlern und Künstlerinnen Öffentlichkeit zu geben. Denn das ist so wichtig, Öffentlichkeit zu bekommen, und die machen es dort. Was ist das Stichwort Weiterentwicklung und Kunst? Was ist da so euer Input? Was uns inspiriert? Ja. Soll ich beginnen? Ja. Also für mich lag jetzt auch, das habe ich jetzt auch während der Pandemiezeit verfolgt, lange schon am Herzen, dass der Werkstoff, der künstlerische Werkstoff Licht, hier das Potenzial hat, sich in den Raum hinein auszudehnen. Anders als Fotografie oder andere Werkstoffe, Bronze, bleibt alles in sich verhaftet. Und ich fand es ganz spannend, eine Lichtinstallation zu schaffen, die von Ton begleitet wird. Und so habe ich eine Licht-Ton-Installation geschaffen, zusammen mit einem Komponisten, Grisha Lichtenberger, die jetzt lange Zeit im Museum Starnberg gezeigt wurde und jetzt aber auch im Januar nochmal nach Köln geht. Wie war es bei dir, Klaus? Also mich interessieren eigentlich gesellschaftspolitische Themen in diesen freien Arbeiten, die ich mache. Ich mache ja auch nebenbei Auftragsarbeiten, aber diese freien Serien
die haben für mich, die sind für mich dann interessant, wenn sie einen gesellschaftlichen Hintergrund haben. Wenn sie zum Beispiel, wenn sie Machtverhältnisse hinterfragen oder das mit den Grenzangelegenheiten mit Gibraltar oder ich habe eine Serie gemacht über Migration auf Lampedusa, das sind alles eigentlich Themen, die mich interessieren. Auch viele Themen, die dich interessieren und wir haben Beispiele dafür. Aber wir müssen jetzt erst ein bisschen Geld einsammeln in der Werbepause. Wir kommen gleich dazu, dass wir mal ganz besondere Einzelausstellungen euch mal vorstellen, auch im Bild. Und vor allen Dingen auch, was jetzt mit Blick auf die Zukunft, was Neues ansteht. Das alles nach der Pause. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Auf den Punkt und TV Berlin. Zu Gast heute bei mir Susanne und Klaus Rottenbacher, das Künstlerehepaar aus Berlin. Wir wollen sprechen über ganz herausragende, hervorgehobene Einzelausstellungen von euch. Und bei dir, liebe Susanne, ist das Stichwort Biennale. Und Kunst und Architektur, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war ja selber auch mal dort. Erzähl uns bitte mal, was da vorgefallen ist und was da so alles passiert ist. Also das war wirklich wunderbar. Das war 2017 und ich war eingeladen im Rahmen des Rahmenprogramms, also der Rahmenausstellung von der Biennale in Venedig, in der Musikakademie von Venedig eine Arbeit zu zeigen, in dem Palazzo Pisani, ein historischer Palast, ein wunderbarer Palast. Und meine Arbeit wurde gezeigt in einem komplett freskobemalten Raum. Die Wände sind mit Fresken bemalt, die Decke auch. Und zum einen war es wunderbar, weil wir drei Tage aufgebaut, weil wir in diesen Raum ein passgenaues Gerüst gestellt haben, mit Tennisbällen an den Ecken ausgestattet, um bloß die Fresken nicht zu verletzen. Und dieses Gerüst haben wir genutzt, um eine Installation abzupendeln und aufzubauen. Und wir waren umringt und begleitet von Musikern und Musikern, die in den Nebenräumen musiziert haben, Max Bruch geübt haben oder ein Flötenkonzert oder Gesang. Es war herrlich. Und die Musik spielt auch in meiner künstlerischen Arbeit eine große Rolle, weil ich das auch unter anderem meine Arbeiten wie als so musikalische Partituren beschreiben würde, die ich da in den Raum hinein zeichne oder zaubere oder auch Choreografien. Es ist so spannend für mich, dass Licht eben dieses Potenzial hat, in den Raum hinein einzudringen, den Raum zu okkupieren. Und genau das ist dann da in Venedig auch passiert. Und ich hatte tatsächlich auch das große Glück, dass mit dieser Lichtzeichnung, die ich dann da installiert habe, das war aber dann eine glückliche Fügung, dass die quasi diese Malerei der Fresken aufgegriffen hat und in den Raum hineingetragen hat. Und das war aber eigentlich ein Geschenk. Das war nicht Planung, sondern ich kannte den Raum nämlich nicht im Detail genug, um das hätte so komponieren zu können. Aber es ist vor Ort so passiert und es war wunderbar. Das Geschenk können wir jetzt uns mal näher anschauen. Ja. Nämlich wir haben einige Bilder vorbereitet. Vielleicht sagst du etwas mal dazu, was uns da jetzt gerade über den Bildschirm flimmert. Es sind zum einen Aufnahmen von der fertigen Installation, also wieder so eine leichtfüßige Zeichnung im Raum, die dann interessanterweise eben auch mit den modernen Werkstoffen, mit denen ich arbeite, so eine wunderbare Korrespondenz oder Dialog angeht mit den historischen Rahmen, also diese synthetischen Arbeiten von mir, Plastikrahmen nenne ich sie manchmal einfach auch so ganz platt, nehmen eben wunderbaren Zwiesprache auf mit diesen alten Malereien. Das ist immer ein besonderer Reiz für mich, in solchen Räumen zeigen zu können. Dann gibt es ein paar Aufnahmen vom Aufbau. Da sieht man nämlich mal, wie Hardcore-Work das eigentlich alles ist, dieses Kunst in den Raum zu bekommen, dass wir auf hohen Leitern stehen und alle am Ende mit Muskelkater die Installationen uns fertig haben. Und da gibt es noch ein paar Aufnahmen von dem wunderbaren Transport der Installation durch Venedig auf dem Schiff und auf dem Boot und auf dem Wasser. Es ist natürlich wunderbar, dann an den Palazzo Pisani anzukommen, auf dem Wasser, an den hölzernen Toren anzuklopfen, die Türen gehen auf und man darf seine eigene Arbeit hineinzutransportieren. Das war wunderbar. Jetzt bin ich ja leider kein Künstler, du beschreibst das so schön, ich bin banaler Moderator. Deswegen meine Frage, wie geht man an so eine Aufgabe heran, wenn man jetzt diese Bilder auch sieht? Wie nähert man sich sozusagen so einer Installation dann? Ich gehe von dem narrativen Potenzial des Ortes aus. Also in dem Fall ist eben dieser historische Ort und dann spricht der Ort tatsächlich zu mir. Also das ist, das kann ich auch gar nicht anders oder besser beschreiben, dass ich eben diese Energie eines Raumes spüre, das Potenzial, vielleicht auch das Missgeschick eines Raumes manchmal. Das war in dem Fall jetzt nicht so. Vielleicht, er ist sehr hoch und sehr schmal, also musste man das irgendwie in der Höhe strukturieren. Aber das fliegt mir dann zu. Wie ich, was da für Bilder, Formen, Skulpturen, dreidimensionale Objekte interessant sein können, um diesen Raum noch weiter zu beglücken oder auch aufzufangen.
Dem Klaus ist auch was zugeflogen. Wir bleiben in Italien und bewegen uns aber in anderen Sphären. Es gibt da auch eine herausragende Fotoserie, die ich selber auch bewundern konnte und durfte. Und vielleicht erzählst du uns mal was dazu. Ja, sehr gerne. Die ist ein bisschen ernsthafter als das von Susanne. Ja. Die ist entstanden im Jahr 2010, 2011 in Rom. Da waren wir eigentlich im Sommer und haben uns da eingemietet, weil wir Rom so toll finden. Das war aber, und dann sind wir da immer Fahrrad rumgefahren und so. Und das war aber genau die Zeit, in der der Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche hochgekommen ist und publik geworden ist. Und ich habe dann eine Serie gemacht, die heißt Prostratio. Das sind Innenräume von Kirchen. Was heißt Prostratio? Ist der lateinische Begriff für die Unterwerfungsgeste bei der Priesterweihe. Wenn die Kandidaten sich flach auf den Bauch legen, das hat man vielleicht schon mal gesehen, die Arme so auseinandernehmen und so auf dem Stein liegen sozusagen. Und das ist einfach nochmal ein Stück mehr, als sich vor jemandem hinzuknien. Und das ist eine Unterwerfungsgeste, die bei der Priesterweihe stattfindet. Und was hast du dann gemacht? Und ich habe dann diese Perspektive, die habe ich nachgeahmt, indem ich nämlich meine Kamera auf den Fußboden gelegt habe und möglichst weit zurückgegangen bin, um den großen Kirchenraum so einzufangen. Und da haben wir auch ein paar Bilder jetzt vorbereitet, die können wir jetzt mal einspielen. Mhm. Und vielleicht kannst du dann mal weiter erzählen, was das für Kirchen sind und wie du da vorgegangen bist. Ja. Also die Idee habe ich ja jetzt schon beschrieben, diese Position nachzuahmen. Was das im Bild macht, ist, dass du eben wirklich siehst, du guckst quasi der Kirche unter den Teppich, bist quasi so eine kleine Kirchenmaus unter den Bänken. Du hast aber trotzdem diese riesigen Gebäude über dir, die ja auch Macht ausstrahlen und auch einfach Dominanz suggerieren sollen. Und deshalb diese Serie sich eigentlich im Kern mit dem Thema Macht und Machtmissbrauch auseinandersetzt. Also es sind wahnsinnig schöne Fotografien. Die Kirchen wirken beeindruckend. Du erkennst sie eigentlich kaum wieder aus dieser Fußbodenperspektive, aus dieser Unteraufperspektive. Die sehen ganz anders aus, als wenn du sie auf Augenhöhe so erlebst. Aber am Ende ist es eben, ist da, wo Licht ist, ist eben auch Schatten. Und da, wo Macht ist, ist auch die Möglichkeit zum Machtmissbrauch. Es ist eben keine Postkartenserie über römische Kircheninnenräume, sondern es gibt da schon einen Inhalt, den ich da transportieren will. Wie viele Bilder sind da entstanden und was hast du damit gemacht? Also was noch wirklich bemerkenswert ist, ist, dass ich analog fotografiere, also auf Film fotografiere, und Film ist nicht so wahnsinnig empfindlich sozusagen als Medium, und deshalb musste ich da immer so 4-5 Minuten lange Belichtungszeiten haben. Und diese Kirchen, die waren, das war ja im Sommer in Rom, die waren immer rappelvoll. Auf meinen Fotos siehst du aber keinen einzigen Menschen. Und das liegt daran, dass die nur so durchs Bild gegangen sind, und wenn die nicht stehen bleiben, siehst du sie nicht. Sodass diese Bilder voll von Geistern sind. Das ist irgendwie auch eine ganz lustige Vorstellung, finde ich. Du siehst im Grunde hunderte von Menschen, aber du siehst sie eben nicht, weil die an der Kamera vorbeigelaufen sind. Um welche Tageszeit hast du da aufgenommen? Das war unterschiedlich. Das hat sich dann, also es war schon auch wirklich ein echtes Studienprojekt, weil die Kirchen natürlich unterschiedlich stehen, was Himmelsrichtungen angeht. Dann gibt es da natürlich auch Gottesdienste und andere Geschichten, die stattfinden, wo man dann nicht fotografieren kann. Und je nachdem, wie die ausgerichtet sind, himmelsrichtungsmäßig, muss man halt darauf achten, dass das Licht nicht nur von einer Seite kommt. Dann muss man halt irgendwie am Tag später, nochmal 3 Stunden später hingehen, damit das Licht dann gleichmäßiger wird. Was war das für eine Kamera? Das ist eine alte Plattenkamera, eine Großformatkamera, die man sich zwar noch unter den Arm klemmen kann, aber die ziemlich groß ist, ziemlich sperrig ist und die ich dann immer so an mir vorbei so in die Kirche reingeschmuggelt habe, weil das natürlich gestohlene Bilder waren. Ich habe das ja nicht mit dem Vatikan abgesprochen, dass ich diese Serie da machen kann. Wo ist die Serie heute zu sehen? Die ist jetzt zu sehen. Aktuell gibt es keine Ausstellung. Es gab vor 2 Jahren gab es eine große Ausstellung hier in Berlin in einer Galerie. Ansonsten ist sie natürlich online zu sehen bei mir auf meiner Webseite. Der Blick von der Vergangenheit in die Zukunft. Es gibt neue Ideen, neue Projekte, neue Möglichkeiten, Susanne und Klaus Rottenbacher zu sehen, zu erleben. Was passiert bei dir gerade, Susanne? Ich habe ja schon ansatzweise erzählt von diesem Projekt, was ich entwickelt habe während der Pandemie.
diese Licht-Klang-Installation Jupiter und Io, die eben jetzt viele Monate im Museum Starnberg in einer Gruppenausstellung gezeigt wurde, im Schein der Sterne, läuft auch noch bis Anfang Januar des nächsten Jahres. Und jetzt bin ich aber eingeladen worden in wunderbare Galerieräume nach Köln, Martina Kaiser, in der Bismarckstraße, legendäre Galerieräume. Die hat in den 80er Jahren hat es der Galerist Paul Menz bespielt. Das war eine legendäre Galeriezeit. Und die Galerieräume werden jetzt von Martina Kaiser bespielt. Und ich darf im vorderen Bereich, der ungefähr 150 Quadratmeter groß ist und 4 Meter hoch ist, eine quasi museale Rauminstallation zeigen, was ungewöhnlich ist für eine Galerie, denn die Galerien sind oftmals daran interessiert, verkäufliche Arbeiten zu zeigen. Aber ich bekomme da diese Chance, diese Arbeit weiter zu treiben. Und es wird eine Setzung von 3 Positionen. Es geht mir darum, es ist eine freie künstlerische Arbeit und es geht mir darum, um die Idee, das Licht in den Raum hinein fließen zu lassen, strömen zu lassen, dafür Bilder zu finden. Und das begleitet wird eben von dieser Komposition von Grischa Lichtenberger. Wir haben eine super Soundanlage, die wird die ganze Installation auch begleiten. Zum Teil hängen die Lautsprecher auch in den Skulpturen drin, sodass man das Gefühl hat, die Installationen klingen. Und es wird eine immersive Licht-Klang-Erfahrung sein. Und es war mir bei der Idee, einen Komponisten zu beauftragen, war es mir ganz wichtig, jemanden zu finden, der auch meine Arbeit versteht. Denn meine Arbeit gab es als erstes und der Komponist hat dann sozusagen meiner Arbeit sich angedient in seiner Komposition. Und das Problem ist, meine Arbeiten sind ja statisch, es ist keine Lasershow, da wäre es ganz einfach, einen Ton dafür zu kreieren, weil dann würdest du einfach der Bewegung folgen. Aber meine Arbeiten sind statisch und es war ganz wichtig, eine Komposition zu erarbeiten, bei der du eine synästhetische Erfahrung hast. Also du hast das Gefühl, du siehst das Licht und hörst den Klang. Oder du hörst den Klang und siehst das Licht. Es vermengt sich ineinander und passt zueinander und ergänzt sich einander, ohne dass da 2 unterschiedliche künstlerische Medien wie aufoktroyiert additiv wirken. So, also da wollte sie auch mal Klang machen. Sondern es verbindet sich wunderbar. Und ich bin ganz Klingt spannend. Auch da haben wir einige Bilder vorbereitet. Ja. Vielleicht kannst du die mal kurz kommentieren. Was ist da zu sehen? Das sind jetzt noch technische Annäherungen, denn die Arbeiten sind noch nicht fertig, sind gerade in der Produktion. Wir sind auch gerade dabei, im Atelier Teile der Arbeiten aufzubauen. Das ist immer ein wahnsinnig spannender Moment, wie die Arbeiten dann wirklich das erste Mal aussehen. Aber man sieht ganz schön an diesen technischen Zeichnungen den Näherungsprozess. Ich baue Modelle. Diese Modelle werden dann 3D gescannt und dann gibt es eben diese 3D-Zeichnungen im Raum, durch die man auch durchwandern kann und doch schon mal ein erstes Gefühl dafür bekommen kann, wie die Ausstellung wirklich wirken wird. Bei Klaus gibt es auch Projekte. Wer Klaus seit Jahren beobachtet und begleitet, wie ich, der sieht Bilder, wie zum Beispiel jetzt, was wir gerade besprochen haben, die italienischen Kirchen, man sieht Porträtaufnahmen, man erlebt Border of Matters, also man erlebt die Berliner Plätze. Jetzt gibt es was ganz Neues, Stichwort abstrakt. Was hast du vor? Also ich habe jetzt auch tatsächlich als Teil dieser Pandemie-Erfahrung, wo es einfach dann auch so eine innere Einkehr gegeben hat, habe ich auch den Fokus meiner Arbeiten mal weggenommen von Dingen der Realität sozusagen und habe mal auf das fotografische Material selber geguckt. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich arbeite analog. Und jeder, der noch analog oder wenn man analog arbeitet und das ernsthaft betreibt, dann macht man sinnvollerweise vorher ein Polaroid, damit man nämlich sieht, wie es dann hinterher wird. Und ich habe diese Polaroids, die habe ich immer gesammelt, die so im Laufe meiner Arbeiten entstanden sind. Und ich habe mich dann im Lockdown erinnert, dass es immer mal wieder ganz merkwürdige Ergebnisse gab, als ich das Polaroid rausgezogen und mir angeguckt habe und dachte, was ist denn das? Das ist ja überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was ich da gerade fotografiert habe. Aber ich habe auch keinen Fehler gemacht. Irgendwas ist da passiert, irgendein Zufall ist da vielleicht, was Material alt oder irgendwas ist passiert, wo ich nicht sagen konnte, was da los war. Und ich habe mein ganzes Archiv durchgesucht und habe dann am Ende 5 von diesen verunglückten Polaroids rausgesucht und habe die als eigene kleine Serie jetzt gemacht. Und das sind, ich nenne die analoge Zufälle, so Analog Coincidence heißt die Serie. Die können wir jetzt uns auch mal anschauen und die Bilder spielen wir jetzt mal ein. Vielleicht kannst du die auch noch mal beschreiben, was wir jetzt hier zu sehen haben. Es sind eben so abstrakte Bilder, das hat fast was von Aquarellen. Es ist...
Es sind zum Teil flächige Farben, ein hellblau, ein hellrosa. Zum Teil gibt es auch Farbschattierungen, die in Blautönen sich bewegen. Und dann ist dann noch irgendwie so eine, oder so ein rosa Gebilde, was ich total spannend finde, wie dieses Material dann irgendeine Art von Selbstständigkeit entwickelt hat, die ich auch überhaupt nicht kontrollieren konnte. Was willst du damit ausdrücken? Ich will damit ausdrücken, dass es eben, also für meine eigene Arbeit hat es eine Bedeutung, weil die Serien, die vorher entstanden sind, dieses Prostratio zum Beispiel, mit wahnsinnig viel Planungsaufwand entstanden sind. Und da hatte der Zufall überhaupt keinen Platz. Diese Serie ist der Zufall pur. Und das ist für mich ist das eine ganz große Entwicklung in meiner eigenen Arbeit und setzt sich jetzt auch noch fort in zukünftige Arbeiten. Aber damit hat es eigentlich so angefangen. Und das habe ich irgendwie auch der Pandemie zu verdanken, weil es eben diese innere Einkehr gegeben hat und man sich irgendwie auf sich selbst konzentriert hat. Wir haben ein richtiges, gutes Stichwort. Mhm. Wir sind in der Zukunft, aber wir haben in der Zukunft auch die Pandemie. Mhm. Susanne, wie siehst du Pandemie, Kunst und Zukunft für dich selber persönlich? Schwierig, Jürgen, weil eben, was wir vorhin auch angesprochen haben, weil über die pandemischen vergangenen Monate so deutlich geworden ist, wie wichtig die direkte Begegnung ist. Dieses, wenn wir uns treffen würden und ich würde dir meine neuen Arbeiten zeigen und dann kannst du prüfen, ist es deckungsgleich, diese Arbeiten mit Susanne oder also diese Resonanzmomente, die es gibt in der persönlichen Begegnung und das kannst du im Digitalen nicht nachbauen. Du kannst was aufaddieren und du kannst andere Aspekte damit abdecken mit den digitalen Medien, aber nichts geht über die persönliche Begegnung. Und mich erinnert das immer so, weißt du, wenn man so sich überlegt, man geht in ein Jazzkonzert an einer kleinen Bühne und du lebst mit oder du hörst es auf der CD, das ist ein großer Unterschied. Was bedeutet das für dich, Pandemie, Kunst und Zukunft, Klaus? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es eben diese beiden Ebenen gibt, der Künstler oder die Künstlerin persönlich, schlicht auch gesagt im Einkommen, was bei vielen, auch die wir kennen, dazu führt, dass da wohlmöglich auch diese Künstlersozialkasse, die ja eine staatliche Unterstützung ist für Sozialbeiträge sozusagen für selbstständige Künstler und Künstlerinnen, dass die Schwierigkeiten haben, diese Minimum-Einkommensgrenzen da zu erreichen und dann im Zweifel aus der Künstlersozialkasse auch noch rausfliegen, neben persönlichen Schwierigkeiten sozusagen. Und dann eben diese Flurbereinigung stattfindet, von der Susanne sprach. Aber das ist eben die persönliche Seite. Und dann gibt es dieses ganze Thema mit den Ausstellungsräumen von Museen bis hin zu kleinen Offspaces, für die Berlin auch bekannt und berühmt ist, wo neue Trends entstehen, wo Kunst erstmalig ausprobiert wird und wo geguckt wird, kommen da neue Talente raus. Und wenn das alles nicht stattfindet und auf Dauer stattfindet, weil wir immer wieder jedes halbe Jahr für ein paar Monate in Lockdown gehen, dann ist die Prognose eigentlich, also es ist nicht besser als jetzt jedenfalls. Aber wir wollen die Zeit jetzt auch nutzen, einen Hoffnungssatz zu sagen. Wir sind sehr schnell durchgekommen. Wir haben ganz viel von euch erfahren. Vielen Dank. Aber ein Hoffnungssatz zum Schluss, Susanne. Ein Hoffnungssatz zum Schluss. Dass es viele Nachahmer geben möge, zum Beispiel von einer Stiftung in Hamburg, der Spiegelberger Stiftung, die sich der Kunst angenommen hat und wunderbare Konzepte während der Pandemie für die Kunst entwickelt hat, zur Förderung der Künste. Bei dir, Klaus? Ich kann das eigentlich nur unterstützen. Wir brauchen ein, glaube ich, wirklich privates Engagement und wir brauchen das Bewusstsein, dass Kunst mehr ist als jetzt irgendwie ein Gegenstand, sondern dass das irgendwie ein Lebenselixier auch für die Gesellschaft ist und dass das auch das entsprechende Wertschätzung bekommt. Ein wunderbarer Schlusssatz. Wir haben gehört, Kunst ist mehr. Und wir haben es heute von euch erfahren, was Kunst bedeutet und warum Kunst mehr ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für euren Besuch. Alles Gute und weiterhin viel Glück. Gesundheit vor allen Dingen und viel Fortune. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf dem Punkt bei TV Berlin. Auf Wiedersehen.